Ja, hallo, liebe mediterranen Palmfreunde. Einige von euch wollten wissen, wie ich unsere Honigpalme ausgepflanzt habe, was ich da gemacht habe. Die Palmen sind natürlich sehr kostspielig, ne? Und da sollte man wirklich keine großen Fehler machen, gerade beim Auspflanzen, weil wenn solche Palme eingeht, das ist mehr wie ärgerlich. Ich war auch damals sehr, sehr vorsichtig, habe lange überlegt, ob ich das mache. Weil die Palme auch damals schon eigentlich eine ziemlich stattliche Größe hatte. Jetzt ist sie mittlerweile so gut 1,80 Meter ist sie jetzt aktuell. Und ich würde, ich bin wie folgt vorgegangen. Ich habe ein Pflanzlach ausgehoben, das war so gut 90 auf 90 cm. Habe dann einen Styroporkasten mir gebaut, der genau reinpasste dort in dieses Pflanzloch. Und habe dann an der Innenseite einen Wurzelheizdraht befestigt. Dann habe ich, wie gesagt, Drainage unten eingebaut, ganz normal, und habe dann mit Palmenmannerde aufgefüllt das Pflanzloch und habe die Pflanze dort eingepflanzt. Ich habe damals ein paar Fotos noch gemacht, die werde ich euch noch einstellen, wie ich das mit dem Kasten, wie das alles aussah. Braucht man jetzt diese Wurzelheizung? Ja, das ist natürlich umstritten. Ja, das ist halt, einer sagt ja, wichtig, der andere sagt nein. Also ich denke, wenn man da anfängt, eine Wurzelheizung einzuschalten, muss man sich auch im Klaren sein, dass man regelmäßig gießen muss, auch im Winter bei Minusgraden, ne? Weil durch diese Heizung wird auch ziemlich schnell das Erdreich um den Wurzelballen herum ausgetrocknet. Ich habe bis jetzt diese Heizung in 5 Jahren ein einziges Mal angemacht, und zwar auch nur eine Woche lang. Das war der Winter 2021, diese kalte Februarwoche. Da hatte ich hier bei uns minus 13 Grad. Ob das jetzt genützt hat, weiß ich nicht. Also wie gesagt, die Palme hatte schon einige Frostschäden, aber ich weiß, dass das nicht von den Wurzeln her kam, sondern dass das Erfrierungen waren durch diesen Zeltumbau, den ich um diese Palme hatte. Ich hatte hier einen Zeltumbau gehabt und da sind die Blattspitzen ringsherum komplett verfroren. Ja, deshalb habe ich auch seitdem nie mehr einen Zeltumbau gemacht. Ich hatte auch komischerweise im Zelt mehr Minustemperaturen wie außerhalb vom Zelt, was ich dann auch recherchiert habe, und da wurde mir gesagt, dass es an dieser kosmische Strahlungskälte liegt, die nachts gerade durch so Folien, ja, Zelte durchgeht. Ne? Also das wäre so eine kosmische Strahlungskälte, die diese Blatterfrierung und ja, die Schäden der Palme hervorruft. Dann hatte ich auch das Problem, diese Zelte haben sich sehr stark aufgeheizt tagsüber, wo die Sonne geschienen hat. Die Pflanze wurde wieder das Wachstum angeregt und nachts gingen die Temperaturen runter. Da hatte ich das Problem, denn wie gesagt, dann wahrscheinlich zu wenig Wasser gegeben durch diese Wurzelheizung. Ich denke schon, es waren einige Faktoren, die praktisch diese Blattschäden hervorgerufen haben. Ich habe das jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gemacht, habe nur noch ein Schutzdach mir hier drüber gemacht, dass die Palme halt geschützt ist vor Regen, Schnee. Und habe jetzt die beste Erfahrung dadurch. Ne? Ich habe also keine Hitzestau mehr im Schutz, habe keine Feuchtigkeit mehr drin, dadurch keine Schimmelbildung. Und ja, das wird jetzt nur, wenn es mal minus 8 Grad sollte werden bei uns, also minus 8, 9 Grad, dann mache ich hier einen Heizdraht drum. Den habe ich, wie gesagt, schon vorher angebracht, um den Stamm nur, und wickel dann eine Kokosmasse drum. Und das hat dann halt diesen sogenannten Kamineffekt. Ne? Ich habe dann praktisch die Wärme von dem Heizdraht steigt dann auf über das Palmherz hoch und habe dadurch auch das Herz noch optimal geschützt. Ja, mehr braucht man eigentlich bei einer Honigpalme nicht machen. Ne? Zumindest hier bei uns in unserer Region. Ansonsten kann ich auch noch eins sagen, genau, die Palme ist auch ganz schön gewachsen. Ich hatte den Schutz, wenn man das jetzt sieht, die stößt jetzt hier oben mittlerweile an. Der Schutz, den habe ich hier im November drüber gemacht. Und sieht man, dass die Palmen auch im Winter wachsen. Das ist der Beweis dafür, dass sie das ganze Jahr wachsen, dass es unabhängig ist von Sonne und Sommer, Winter. Palmen wachsen das ganze Jahr. Ja, wie gesagt, ich stelle noch mal ein paar Fotos ein von dem Bau.
des Kastens und das, dem Pflanzloch. Ja, und solltet ihr noch Fragen haben über Phönixpalmen oder über die Brachera, über die Chilepalme, Nadelpalme. Ich habe ja mittlerweile eigentlich fast jede Art ausgepflanzt und bis jetzt erfolgreich. Und ihr könnt mich gerne anschreiben. Und ja, das soll es erstmal jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Servus.